Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's Chaos Tabak, gestern gegönnt. Und zwar heißt das Ganze Crazy Goblin. Soll so ein Zitrus-Früchte-Mix sein mit einem Hauch von Rose. Fragt mich nicht, was Rose ist so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, das klingt ja mal ganz gut, so ein bisschen was anderes. So Rose hat man noch nicht geraucht, keine Ahnung, was das ist. Ich lege mal gerade den Schlauch aus, weil der mich gerade ein bisschen auf den Sand geht. Ich weiß doch, was die Rose ist. Schnauze weit. Also, 200 Gramm kosten 14,90 €. Ganz normaler Preis, chaosmäßig, wie man es kennt. Ja, Leute, Schnitt ist okay. Man hat zwischendrin immer mal so ein paar Äste, aber das ist nicht schlimm für den Tonkopf. Das passt soweit ganz gut. Könnt ihr euch mal angucken. Ja. Oh, jetzt ist was runtergefallen. Geil. Wie feucht ist der Tabak? Also, man kennt es ja von Chaos früher, als er rausgekommen ist. Feucht wie Scheiße. Also viel zu viel Molasse so. Man hat die Dose so gekippt und dann, die Molasse ist quasi... Jetzt bin ich meine Hand da reingekommen. Also man hat die Dose gekippt und die Molasse ist quasi so rausgelaufen. So, und das ist halt einfach nicht geil. Und ich habe absolut Tabak an Händen, Mann. Wo schmier ich das ab? Wehe an den Decken. Okay, nicht an den Decken. ja, ich gehe kurz Hände waschen, bis gleich. So Leute, wir sind wieder da mit sauberen Händen. Also, wo war ich stehen geblieben? Feuchtigkeitsmäßig war es ja früher so, dass es halt scheiße war. Die neue Produktion ist da ein bisschen besser. Nicht mehr ganz so feucht, zwar immer noch feucht wie scheiße, aber nicht mehr so, dass es alles einfach nur noch rausläuft. Also ist auf jeden Fall mittlerweile besser geworden. Ich wollte mir eigentlich 9 Dosen kaufen, aber der Shisha-Laden meines Vertrauens hat einfach mal gesagt, nö, ist nicht. So, deswegen habe ich mir einfach mal jetzt Crazy Goblin geholt. Dosendesign technisch sieht das Ganze meiner Meinung nach immer noch am besten aus, was mittlerweile abgeht mit diesen Rauchbildern und so. Du kannst ja, die Dosen sehen absolut scheiße aus, wenn man einfach keine Bilder mehr drauf hat. Und das finde ich hier eigentlich immer noch ganz gut gehalten. Wir kommen jetzt mal zum Geruch. Also man riecht auf jeden Fall diesen Zitrus raus, ganz klar, aber im Hintergrund ist noch irgendwas anderes. Das wird wahrscheinlich diese Rose sein. Es ist ein bisschen eine süßliche Note dabei, die das Ganze chaosmäßig süß hält. Und ich würde es so beschreiben, man hat Zitrus, welcher relativ süß ist, mit so einem ganz kleinen Tick Kaugummi. Ich weiß gerade nicht. Ja doch, ich würde es so beschreiben. Man hat diesen Zitrus mit dieser Rose und diese Rose macht es ein bisschen, naja, so ein bisschen Kaugummi-mäßig, sage ich jetzt einfach mal. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kann man nicht meckern. Ich habe das Ding jetzt hier schon angeraucht und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Rauch. Also Leute, rauchen tut das Ganze, so feucht wie das ist, top, da kann man nichts gegen sagen. Auf jeden Fall super Rauch, es kratzt nicht, es drückt nicht. Gerade beim Anrauchen braucht der Tabak ein bisschen seine Zeit, bis er sich entfalten kann. Also am Anfang schmeckt es irgendwie ein bisschen bitter oder sowas. Aber dann, wenn ihr ein bisschen angeraucht habt, ein bisschen geraucht habt, dann entfaltet der Tabak sich und das geht dann im Nachhinein weg. Geschmacklich, meine Leute, was kann der Tabak geschmacklich? Also man schmeckt eigentlich genau dasselbe, wie man riecht. Der einzige Unterschied ist, man riecht mehr Zitrus, als es im Endeffekt schmeckt. Man schmeckt aber trotzdem noch ein Zitruszeug raus, aber immer noch relativ süß gehalten. Man hat beim Einziehen eine leichte Frische im Hals, die aber absolut okay ist. Bin ich ja Fan von, so süße Sachen wie null Menthol, null Eis, null Minze mit dabei haben, ist scheiße so, das mag ich nicht. Aber der hier geht auf jeden Fall sehr gut klar, was das angeht. Zu dieser Rose, man hat im Hintergrund noch irgendwas anderes, wahrscheinlich ist das diese Rose. Kaugummi-mäßig würde ich jetzt im Geschmack nicht mal sagen. Diese Rose bewirkt einfach, dass das Ganze ein bisschen
süßer wird. Ich sag mal so, als ob ihr irgendwas esst und einfach Zucker drüber macht. Und so schmeckt das Ganze. Im Großen und Ganzen gefällt mir der Tabak echt gut. Kann man auf jeden Fall den ein oder anderen Kopf von vernichten. Generell, ich hatte immer so meine Probleme mit Chaos, weil das ja damals mit der Molasse nicht ganz so optimal war. Aber mittlerweile kann man sagen, ist auf jeden Fall rauchbar. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum das Wasser hier blau ist, ich habe mir einfach aus dem Supermarkt so Lebensmittelfarbe geholt zum Backen oder sowas, einfach reingemacht, bisschen durchgeschüttelt und dann hat man auch mal ein bisschen was fürs Auge. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, meine Leute, wenn euch das kleine Video zu dem Chaos Tabak gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, falls ihr mehr Tabak-Reviews, Shisha-Zeug sehen wollt. Ich werde in Zukunft, denke ich mal, eher mich auf Shisha spezialisieren, weil mir das eigentlich am meisten Bock macht. Und ja, addet mich auf Snapchat und Instagram und ich werde auch auf der Shisha-Messe vertreten sein. Ich werde dann einen kleinen Vlog machen. Letztes Jahr war ich auch schon da, hat mir sehr gut gefallen da. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, wie es ist und für diejenigen, die sich für Shisha und den ganzen Kram interessieren, kommt auf jeden Fall vorbei. Es sind immer mal so kleine Stände aufgebaut, wo ihr testen könnt. Jeder Stand hat ein paar Pfeifen aufgebaut. Ihr kriegt am Anfang ein Hygienemundstück und dann könnt ihr da rumgehen, rauchen, Tabak kaufen, Pfeifen kaufen, Schläuche kaufen, was ihr wollt. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ich werde da am Start sein. Ich weiß noch nicht an welchem Tag. Ich denke mal eher an dem Samstag. Und in diesem Sinne würde ich sagen, meine Leute, haut rein!